Es ist April und wir haben ja lange nichts mehr von uns hören lassen. Es gab eigentlich nichts zu berichten, dann haben wir auch nichts berichtet. Aber heute gibt es wieder was. Heute ist das Wetter schlecht, das ist aber nicht die Neuigkeit. Aber wir haben etwas ganz Besonderes vor. Insofern bleibt dran, nach dem Intro gibt's mehr. Wir sind hier auf dem Flughafen Egelsbach in der Nähe von Frankfurt. Hier stehen die ganzen Flieger. Und ich werde heute 2 Stunden Airbus A320 fliegen. Ist natürlich ein Simulator und da bin ich mal gespannt, was da jetzt passiert. Schauen wir mal. So sieht es hier aus. Ein paar Flieger ausgestellt. Weiß nicht, ob die echt sind. Aber da geht's los. Gleich die ganzen Schalter erklärt. Wir fliegen hier in Frankfurt los, stehen hier jetzt auf Rollfeld und dann gucken wir mal, was passiert. Ich bin echt gespannt. Ja, das große Pläne liegt oben drauf. Das ist quasi all der Boden aufzeigen, wir rollen los. Ne? Das ist ein Flugzeug, da ich schon Da wir in der Türkei immer den Flughafen vor der Haustür hatten, war das erste Ziel natürlich eben dieser Flughafen Ordu-Giresun. Wir wollten also von Frankfurt nach Ordu-Giresun fliegen. Dafür musste der Bordcomputer gefüttert werden. Das haben wir gemacht. Wir haben geguckt, dass wir genug Sprit haben. Das wird alles angezeigt. Ja, und dann ging es vom Terminal zurück auf den Runway und dann auf die Startbahn. Da muss man einfach direkt ausrollen können. Es gibt Flugzeuge, wo man es nicht gleich machen darf, sondern man muss erst einmal auf dem Rolli stehen, aber in den meisten Fällen eine Bruststrecke, würde ich sagen. Weil dann müsst ihr eigentlich warten, ne? Das war schon kein Schaden im Flugzeug. Das ist hier die LSG, die Catering, genau. Das ist dann spät. So, okay. Dann müsste gleich oben sein, dann schon bei. Circa bei 60% meistens die Zahl. Okay, jetzt ist es hochgefahren. Das war jetzt wieder aufstarten. Und dann kannst du einmal die Bremse anlegen, Verstärkung ist fertig. Einfach wieder anlegen, genau. Handbrakes ist gesetzt. Dann würden wir jetzt eben unten Bescheid geben, okay, wir sind fertig, ihr könnt abdocken. Und dann würden wir noch die restlichen Sachen vorbereiten, bis wir hochgefahren sind. Genau, also quasi links reintreten, heißt hier rollen nach links. Das ist ein tolles Move-Run quasi, ne, für das hinten Seite und wo da ist. Das ist auf jeden Fall irrelevant beim Rollen, dann beim Moment starten. Es ist gar nicht so einfach, mit diesen ganzen Pedalen da irgendwie klarzukommen. Deswegen ist es hier auch ganz gut zu sehen, ich habe die Fahrbahn nicht ganz so getroffen. Aber nach knapp 2 Stunden hatte ich das doch schon ein bisschen besser drauf. Es ist scheinbar alles nur eine Übungssache. M&N zum Beispiel auch. Ich glaube,
über Funk vorgegeben von den Fahrverkosten, der Spitz ist nicht oben drin, der fürs T2, fürs Apron 2, die steuern irgendwie auf dem Boden den Verkehr, die Fahrzeuge und die Flugzeuge und entscheiden irgendwie, wer wann wollen darf, dass da auch keine Zuständigkeit gibt. So, dann können wir ein bisschen Schub raus und eigentlich fast auf Leerlauf gehen. Vielleicht hier so irgendwo auf 10 Knoten runterbremsen hier mit der Groundspeed, also ein bisschen das heißt vorne mit den Fußspitzen quasi wieder treten. Ein bisschen mehr, ich finde, dass das ein bisschen langsamer wäre. Ein bisschen mehr. Dann gehen wir links rum, genau. Ganz links? Ja. Vielleicht auch links ein bisschen bremsen, dann kommen wir noch eine leichte Kurve rum. Okay, dann wollen wir quasi hier von über die rechts zur Start da. Genau vorne ziehen, von links nach rechts. Dasselbe hier, ne? Keiner wartet. Kein Respekt. So. Das heißt, die Pedale sind doppelt belegt? Genau, mit tatsächlich Bremse und Ruder ist quasi ein Steuergerät, genau, einfach gerade raus. Aber wirklich auf die Dachbahn rollen. So, einfach halt nochmal kurz vorher anhalten. Es gibt zwei Linien, die vordere ist quasi der Rollhalt, wo man dann quasi anhalten muss. So, rechts und links diese gelben Dinger blinken, also wechselblinken quasi. Ich sage, die sehen, dass die Ball auch belegt ist. Also voll mit den Fußspitzen, mit den Zehen quasi rein, klar, genau, jetzt muss bremsen. Nochmal schnell. Ah, ja. Also am besten so mit der Mitte vom Fuß auf diese Holm drauf kommst, dann mit den Fußspitzen oder mit den Zehenspitzen vorne rein, dass dann kein Kappen liegt quasi nach vorne. An der Startbahn angekommen, noch ein paar Knöpfchen drücken und dann ging es dann schon drauf und Gas geben. Es gibt eben zwei Bremsen, das ist komisch. Ne? Du hast links und rechts eine Bremse und das Beifahrwerk auch so Radbremse. Aber richtig, wenn eine fällt, wenn der Beweise. Also wenn ich jetzt loslasse, dann. Könnten wir theoretisch losrollen. Ne? Das muss man ein Radwerk anlegen, so wie möchte, so ausgehen. Okay, dann können wir noch kurz die letzten Lichter einschalten. Einmal hier das Ding auf On, ganz nach vorne, das ist Scope, das ist dieses weiße Blinklichter. Nach hinten, nach hinten ist On. Die beiden hier auch nach vorne, nach hinten schön, auf außen genau das Ding. Dann die Lichter, das hier auf Takeoff, also quasi fernlicht, ne? Wenn man es möchte, dann jetzt sind wirklich fast alle Lichter, die wir haben, an, damit jeder weiß, wie er auf der Bahn und dann eben auch im Flug gesehen werden können. Okay, links alles frei, der kommt keiner und der Warnungstrupp ist dann auch okay gegeben. Dann können wir auf die Bahn aufrollen. Dann rechts rum, ne, für den Startbahn. Ja, ist ein bisschen nach vorne, einfach ausholen, wie eigentlich so ein Busfahrer quasi. Man muss so ein bisschen den Platz nehmen oder wie ein LKW. Man sitzt ja hier auch eigentlich vor der Vorderachse. Das koppelt sich so ein Kanzel vor dem Rad. Okay, jetzt können wir das rausnehmen. Voll rechts durchdrehen das Ruder, dass wir wirklich schön auf die Bahn ausrichten. Schön richtig. Ja, noch ein bisschen mehr rechts eintreten. Es wird ein wenig holprig. Alles gut. Das ist aber naja, und hier kann man es auch ganz gut sehen. So richtig komme ich mit den Pedalen noch nicht klar. Das heißt, hier so ein bisschen kreuz und quer wird gefahren. Dass man so ein bisschen die Lage besser einschätzen kann, wo die Mitte ist, oder auch einfach hier ran vorbeischauen und dann an der Mittelachse quasi. Hier soll der genau. Jetzt einfach Speed aufgeben. Einfach Vollgas quasi reinschieben, also die Toga, genau richtig. Und dann mit den Füßen eben versuchen, die Mitte zu halten, dass wir schön geradeaus in der Bahn entlang rollen. Sehr schön. Dann bei 140 Knoten kannst du bitte das Ding hinten links leicht nach hinten ziehen. Nicht zu so stark, es reicht immer ganz kleine Eingaben am Joystick und wir fliegen schon. Okay. Dann fahre ich dir mal das Fahrwerk ein. Ne? So. Aber dann hatten wir abgehoben und flogen über Mainz, Wiesbaden, eine Kurve und dann Richtung Türkei. Und jetzt fliegen wir eigentlich primär ins Moment. Ne? Jetzt sieht man vorne eher schlecht. Das ist hier links ein grünes Fadenkreuz im Display. Das schwarze Viereck ist quasi die Nase, das ist dein Flugzeug. Jetzt musst du quasi auch nach links lenken, weil die grüne Vertikale hängt jetzt quasi nach links aus. Ach, die muss in der Mitte stehen. Genau, richtig. Und jetzt lenken und noch mit dem Joystick, mit den Füßen, brauchst du eigentlich gar nicht mehr. Du musst ja quasi wirklich mit
einer Hand quasi, wenn Sie es wegkippen, die Richtung ändern. Ruhig noch zwei, wenn du möchtest, so. Und es war doch schon ein wenig anstrengend, die ganzen Instrumente zu überwachen. Man sieht im Grunde auch hier nicht genau, wo man hinfliegt. Und der Pilot erklärte mir, dass man auch gar nicht nach sich fliegt, sondern eben hauptsächlich nach Instrumente. Die gucken nur ab und zu mal raus, wenn es was Schönes zu sehen gibt. Aber das dann auch eher aus dem Seitenfenster vorne raus, ist da nicht sehr viel zu sehen. Da bildet sich wirklich so eine Art Kreuz, grünes Kreuz, genau über deinem Viereck, also genau im Display. Und dann sind wir eigentlich auf der idealen Route drauf. Also so ein bisschen Gewöhnungssache, wenn du so ein bisschen Gefühl bekommt, das Flugzeug, wie es sich verhält. Das ist ja nicht ganz intuitiv, sag ich mal, wie das reagiert. Das braucht so ein bisschen Eingewöhnungszeit. Gut aus. So. Die Höhe sieht schon mal gut aus, ne? Bisschen fast drauf. Müssen wir so ein bisschen nach links und bleiben. Ne? Ja. Wir rechnen jetzt quasi, wo müssen wir jetzt hinfliegen, um wieder auf die Route zu kommen. Jetzt sind wir ein bisschen rechts runter, dann musst du quasi nach links abbiegen, um dich da auch auszurichten. Mit deinem Kreuz eben auch vorne. So, jetzt müssen wir eben noch parallel hier rechts mit der Hand den Schub zwei Stufen zurückstellen. Genau, eins, zwei, das ist quasi der Tempomat aktiv. Ne? Jetzt kann man sich mit dem Schub schon mal kompensieren. Ja, und dann machen wir hier mal einen Schnitt und zack sind wir schon in der Türkei und sind dann auch direkt im Landeanflug auf Ordubirisun. Das kann man hier vorne am linken Fensterrand schon ein bisschen sehen. Es ist eine Landebahn, die so ein bisschen am Meer ist. Ihr kennt das aus unseren Videos. Das haben wir schon oft genug beobachtet und jetzt versuche ich da mal selbst zu landen. Auch ein Profi-Flieger weiß das, wenn er genau ist. Das ist ja voll angepasst. Ja, schau doch mal, die Wellen siehst du sogar. Vielleicht müssen wir doch bei uns vorbei. Das Lauf ist nicht da. Ja, natürlich, man kann hier auch automatisch landen, aber das ist ja langweilig. Und ich habe das eben probiert, die Landebahn zu treffen und ihr seht es dann hier auch, die ist nicht so ganz mittig. Und wenn ich dann auch so ein bisschen mit den Pedalen arbeite, dann geht das Ganze so ein bisschen hin und her und es ist schon extrem schwierig, dann die Landebahn zu treffen. Aber ich habe es vielleicht hingekriegt. Jetzt sollen wir noch die Nase ein bisschen höher nehmen, dass wir einfach nicht zu früh aussetzen. Kommt ja auch direkt davor mehr. Jetzt wollen wir lieber überfliegen noch. Warum sind sie mal alle weggemacht? Ja, die fehlen hier vielleicht. Das kann sein, dass das nicht so ganz ungefähr quasi immer näher gekommen ist. Ja, auch hier vorne raus sieht man nicht so sehr viel. Man sieht halt mehr durch die Fenster rechts und links. Die Landebahn habe ich hier gesehen, musste aber dann auch die Nase wieder ein Stückchen hochnehmen. Deswegen sieht man sie wieder nicht. Aber letztendlich bin ich dann doch irgendwie gelandet. Ein bisschen ausrichtig, einfach die Bahn entlang schweben, quasi ein bisschen Nase hochnehmen. Ja, doch, genau. Du hast die Nase jetzt weg. Prima mit den Füßen lecken, mit den Rudern lecken, dass man die Nase ausrichten. Genau. Das ist automatisch mit. Also einfach die Fußbremse nach vorne reintreten, dabei auch lenken und so. Nicht in Schokolade. Genau, das ist auch so, dass man nicht schon beim Bremsen noch ein bisschen lenkt, dass man das recht gegensteuert, dass man das gut gewohnt. Mitte quasi an diesem Vollpunkt drauf kommst. Das nächste, was wir machen wollten, ist ein Testflug. Das heißt, so wie wir das im letzten Jahr gesehen haben, die Piloten sind an den Flughafen angeflogen, sind durchgestartet und einmal über das Meer eine Kurve gedreht und von hinten wieder angefahren. Das haben die stundenlang gemacht. Das habe ich ja in einem der Videos im letzten Jahr auch gezeigt. Genau das
wollte ich jetzt diesmal auch machen. Das heißt, wir starten jetzt hier wieder in Ordu-Giresun, fliegen an der Küste ein wenig entlang Richtung Ordu, machen dann eine Kurve auf das Meer hinaus und dann von hinten rum in Giresun wieder Peilung auf den Flughafen und versuchen dann zu landen. Dann kann man eben hochziehen. Grad den Nase quasi nach oben zeigt. Okay. Mach mal das Kreuz aus, dann können wir jetzt mal ein bisschen auf Sicht quasi fliegen. Hier bisschen. Und das ist natürlich auch immer schwierig. Du musst auf die Höhe gucken. Du siehst nicht richtig den Horizont, außer auf den Instrumenten. Und ja, die Geschwindigkeit muss überprüft werden. Es ist alles nicht so ganz einfach, aber hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und dann können wir direkt die beiden hier mit dir wieder zurückziehen auf die CL-Stellung. Genau. Und dann kannst du jetzt, wenn du möchtest, hier quasi eingeben, wenn du fliegen willst, eigentlich sogar 250 senken. So, wir fliegen jetzt aufs Meer hinaus und dann eben die Kurve und da mache ich jetzt mal einen kleinen Schnitt hier rein. Sind jetzt wieder im Landeanflug auf Ordu-Giresun, auf dem Flughafen. Befinden uns im Moment in der Nähe halt auch von Giresun, fliegen wir auch gleich vorbei, was man aber auch nicht großartig sehen kann. Und dann geht es auf den Flughafen drauf. Ich versuche das diesmal so richtig schön alleine. Ob das klappt, werdet ihr sehen. So, meine Flugkünste sind natürlich nicht so die besten, eher gesagt ziemlich schlecht. Es wackelt ganz gut und die Passagiere, die dann hinten drin gewesen wären, hätten wahrscheinlich ihre Tüten gebraucht. Nichtsdestotrotz, wir sehen hier vorne schon den Flughafen, wir sind zu hoch. Und so richtig die Bahn scheinen wir auch nicht zu treffen. Das heißt, ich muss einmal nach links rüberfliegen und so Richtung Berge. Da muss man natürlich aufpassen, dass man da nicht dagegen fliegt. Ja, und dann irgendwie runter. Die Höhe muss kontrolliert werden. Alles sehr anstrengend. Aber wir kommen dann an. Das ist schon so, also der Ball besitzt ja auch echt, weil man eben sowas wie Höhe nicht wirklich schätzen kann. Ja, hier noch ein hoch bedeutet mir jetzt zu hoch oder was? Zu tief. Genau, also eigentlich kannst du quasi etwas wie langsamer sinken quasi. Natürlich fliegt man übers Meer auch zu hoch an, zu tief anscheinend und zu tief, das ist echt so ein Phänomen, das man auch so oft hat. Rechts, genau, um auszurichten. Ja, also, man kann nicht gut die Trägheit spüren vom Flugzeug. Sehen wir, wie so ein Boot quasi rumschwimmt. Man weiß. Das ist die Kunst, die Fetzen, und dann muss ich die Kurve anfangen, man muss sie ausleiten. Jetzt wieder Nase runterdrücken, Schub rausnehmen. Ich habe quasi einfach mit einem Leerlauf quasi auf die Bahn zu fliegen. Kaum Kontrast zwischen Bahn und rum, aber sehr schön sieht es aus. Einfach so halten das Flugzeug. Dann ziehen wir uns quasi automatisch auf die Bahn drauf. So, genau. Jetzt am Boden, der die Nase ausrichten, jetzt lenken wir wieder mit den Füßen. So, halbwegs gelandet, also gelandet schon, aber wir sind nicht ganz so auf der Landebahn aufgekommen, sondern haben ein bisschen Rasen gemäht. Nichtsdestotrotz, ich roll dann noch so einigermaßen auf die Landebahn. Und dann haben wir das auch hier wieder geschafft. Also ihr meint es mit den Lichtern, die gibt es ja nicht auch. Ja, das ist echt so, es geht nicht, es geht auch hoch und so, der quasi fliegt. Höhe schätzen ist sehr, sehr schwierig, gerade nachts, wenn du auf dem Boden Lichter hast, keine Referenz hast, dann kann man sich auch ziemlich schätzen oder mehr.
Gut, es ist nur ein Simulator und wir haben es überlebt. In der Praxis wäre es wohl eher eine Bruchlandung gewesen. Aber so eine richtige Bruchlandung kommt dann noch. Sie haben schon hier wirklich kleine Flughäfen, wo es gibt hier die Dinge jetzt noch aus. Ja. Okay, dann. Wenn ihr wollt, wir können kurz Pause machen, dass ich mir kurz wieder beleuchte, dass wir vielleicht hier was Strom drauf bekommen. Okay, macht kurz Pause, dann können wir irgendwie was, könnt ihr was trinken oder so. Ja. Die Snap-Offs essen, wenn ihr wollt. Ja. Dann können wir uns überlegen, wie es weitergeht. Ja, da wir im Simulator sind, konnten wir mal einfach die Szenerie wechseln und sind nach New York. Wir stehen auf dem Flughafen von Newark und wollten nach LaGuardia fliegen. Und ist nicht so weit, aber da fliegen wir dann entsprechend an der Skyline von New York vorbei. Auch eine ganz interessante Geschichte, sah richtig gut aus. Ja, genau. Also man kann man sich eben hier auch wirklich unterhalten kann. Ohne Headset ist es hier ein bisschen leiser gemacht. Genau. Aber echt, ist schon lauter. Ja, genauso ruckelig ging es dann auch wieder los. Es ist immer noch schwierig, die Lande- oder Startbahn in diesem Fall genau zu treffen. Habe ich aber dann irgendwie hingekriegt. Bei 140 Meilen ging es dann ab in die Luft. Und dann sind wir rüber geflogen und haben Richtung Manhattan abgedreht. Sehr schön. Können wir das Gear einfahren? Soll es auch ein Geräusch geben, ne? Mal ziehen, nach unten ist die Brücke da. Ja, Manhattan kann man jetzt gleich so am rechten Fenster dann auch noch mal so ein bisschen sehen. Ja, wir hatten vor, und das kann man natürlich nur im Simulator machen, Richtung Manhattan zu fliegen, vor den Hochhäusern abzubiegen, nach links auf dem Hudson River entlang und dann an Manhattan vorbei und hinten rum, dann nach LaGuardia. Das wäre, nee, das ist wirklich parallel zu Manhattan. Also wenn es mal so vorne so... Nach den ganzen Ereignissen vom 11. September 2001 wären wir jetzt hier so gar nicht hätten fliegen können. Wir fliegen jetzt genau auf die Türme
in die Richtung und da hätte man uns jetzt schon langsam wieder abgefangen. Lautlich gesagt. Jetzt versuche ich gleich die Kurve nach links zu drehen, auf den Hudson River entlang. Und dann werden wir auf der rechten Seite natürlich die Skyline von New York sehen können. Das war auch sehr gut dargestellt hier im Simulator. Ich werde später nochmal was dazu sagen, wie echt diese ganze Simulator-Fluggeschichte überhaupt ist. Jetzt werden die Abfangjäger wahrscheinlich schon nehmen. Die werden jetzt dann langsam die Liebe vorne ablassen, genau. Ich werde jetzt dann nervös werden. Ja, je länger man das macht, desto mehr Gefühl kriegt man auf jeden Fall. So üblicherweise. Ja. Die Autofahren, die Fahrradfahren irgendwann. Also, Eingewöhnungssache, weil das ist eigentlich so schwer. Das ist einfach. Wie kommt mit der Zeit. Getreu ist das? Schon nah dran, also klar, das ist. Wurde ja auch. Ich mache auch gerne Lufthansa, so Ausbildung und so. Also, oder zumindest. Terrain ahead. Terrain ahead. Pull up. Also, was der Alarm aus, ist ein tiefes Flugzeug, aber es macht ja nichts. Das ist ja alles am Boden. 1000. Klar, dass sie jetzt fliegen dürfen, weil es auch die ganze Atmosphäre und so, Luft und so, wie das nicht alles 1:1 darstellt, das ist klar, aber es kommt nah ran auf jeden Fall. Ne? Ich würde sagen, Fliegen ist immer noch ein bisschen anders in echt, aber nicht schwieriger oder so, einfach anders. Ne? Es ist nicht 1:1 gleich wie im Simulator, das muss man schon sagen. Aber es ist. Es kommt nah ran, muss es ja auch, sonst wäre es eigentlich nur. Und auch hier ist es so, man sieht nach vorne hinaus nicht so sehr viel, nur nach rechts und links durch die Fenster. Und das ist natürlich dann auch extrem schwer, dann auf dem Flughafen zu fliegen und sich nur auf die Instrumente zu verlassen. Das muss dann halt so sein. Aber die Richtung ist. 1000. Also unten das. Weiter sinken, wenn wir zu viel reinkommen. Für den Sinkflug, für die Landung. Und noch ein bisschen mehr runter die Nase. So sieht es gut aus. Dann nach vorne. Ja, sonst bist du noch zu hoch. Mehr nach vorne drücken, ne? Das wird wirklich jetzt auch nicht so langsam werden. Über den Input. 500. So. Das fallen wir ein bisschen kurz, das ist nicht richtig, das muss es 400. Sein. Nicht zu sehr ziehen. 300. So. Und da ich eben nicht sehen könnte, dann habe ich auch den Flughafen nicht so wirklich richtig gesehen, konnte mich noch nicht so richtig auf die Instrumente verlassen, weil ich kenne sie halt nicht so. Auf jeden Fall meinte denn der Pilot, starte mal durch. Ich bin dann durchgestartet, hätte die Landebahn auch komplett verfehlt, hätte den Flieger versenkt, wie auch immer. Also noch einmal durchstarten und dann versuchen wir das Ganze dann nochmal. Und ich kann es dann vorwegnehmen, beim zweiten Mal hat es dann geklappt. Ich kann mal rüber nach der Fähigkeit fliegen und uns mal anschauen. Als nächstes gab es den Rundflug in London. Das heißt, wir wollten in London City starten, einmal über die Stadt fliegen und dann in London Heathrow wieder landen. Wirklich eine schmale Bahn, eine kurze Bahn auch, also es ist alles klein. Also wenn ich mir auch spare, das ist eben auch alle Reifen auch kurz was fallen. Thank you.
überhaupt raus. Start war schon mal das Schöne. Vielleicht ein bisschen viel gezogen, aber sonst war es. Das Meter, also wenn wir da nicht direkt am Boden sitzen, dann machen wir am Anfang ist nicht schlimm. Man hat jetzt von London nicht so sehr viel gesehen, außer an den Seitenfenstern. Wir sind jetzt schon im Landeanflug auf London Heathrow und das werdet ihr dann auch gleich sehen. Das ist schon ein recht großer Flughafen, das kann man jetzt auch so ein bisschen in den Fenstern nach vorne hinaus sehen. Ja, und da gilt es dann auch, die Landebahn zu treffen. Und wenn ihr seht, das kleine Schwarze, was da ist, da will ich jetzt landen. Ist aber nicht die Landebahn. Die Landebahn ist das hellere rechts daneben. Und ja, gucken wir, ob wir es hinkriegen. Auf jeden Fall versuche ich jetzt noch mal ein bisschen zu drehen. Und dann gucken wir mal, ob es klappt. Durchstarten wollen oder sowas, aber ich weiß nicht, was das ist. 300. Jetzt mal den Schub rausnehmen. Auf 200. Jetzt. 100. Richtung ist ziemlich gut, einfach keine großen Eingaben haben, was wir machen, einfach ein bisschen gleiten lassen, nur noch minimal korrigieren. Und dann auch den Rudern helfen, wenn du merkst, du bist zum Beispiel links raus, dann bist du jetzt eintreten, durch das Pedal. Genau, sehr schön. Ja, und auch hier seht ihr eher mal wieder Rasen mähen. Ich fahre die ganzen Lichter um und bin aber irgendwie nach unten gekommen. Ja, leider sagt einem der Simulator nicht, dass das eine Bruchlandung wäre. Wäre aber wahrscheinlich eine gewesen. Tja, nächster Flughafen. Wir sind jetzt wieder in die Türkei gefahren, geflogen, wie auch immer. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder in der Türkei, Istanbul, Atatürk Flughafen. Der neue Flughafen ist in der Software noch nicht drin. Wie gesagt, ich erzähle später noch mal was zu dieser Software, zu diesem ganzen Simulator-Ding. Auf jeden Fall müssen wir hier in Atatürk starten, fliegen dann über den Bosporus bis zum Schwarzen Meer, dann über die Stadt wieder zurück und dann haben wir das, glaube ich, abgebrochen. Ja, ihr habt jetzt mal so ein paar Eindrücke bekommen, wie das Ganze hier in so einem Simulator aussieht. Ich habe natürlich auch diverse Fragen gehabt, so zum Beispiel, sieht das Ganze genauso aus wie in echt, das Cockpit? Es ist ja letztendlich ein Nachbau und der Pilot bestätigte mir, ja, das ist haargenau so wie im Airbus A320. Das Einzige, was fehlt an den Seitenfenster, Getränkehalter und so weiter, das haben die dann da auch noch mit drin. Aber ja, das brauchen wir jetzt natürlich nicht. So, zweite Frage von mir war, ist der Pilot ein Pilot? Es ist ein echter Pilot, die dort ja, ihren Dienst machen. Dieser Simulator ist natürlich kein großer Simulator, sondern es ist ein Standsimulator, der zum einen die ganzen Bedienelemente auch hat und auch das Design hat. Die Software wird von Lockheed Martin produziert und gepflegt, ist aber auch nicht ganz aktuellster Stand. Die Flughäfen sind soweit alle drin. Wir haben gesehen, der neue Flughafen in Istanbul, den gab es noch nicht. Gut, deswegen sind wir ja auch in Atatürk gestartet, aber ansonsten ist das sehr originalgetreu. Die Fußpedale, die man da hatte, den Steuerknüppel, den man da hat, all das ist genau so, das sind Originalteile, mit denen man da fliegt. Das Einzige, was bei einem großen Simulator jetzt noch dazu kommt, ist die Bewegung noch mit. Und wenn du dann einen Crash machst, dann haut es auch ganz gut rein. Ja, warum nicht mit so einem großen Simulator? Ganz einfach, das ist eine andere Preiskategorie, da diese Geräte natürlich auch sehr teuer sind. Auch Piloten nutzen diesen A320 Simulator zum Üben der Schalter und wie auch immer. Und wenn sie hier anständige Leistungen bringen,
kommen sie dann auch in die im richtigen Simulator dann auch rein und können dann dort auch natürlich fliegen. Das wird innerhalb der Pilotenausbildung dann gemacht. Ja, was hat mich dieser ganze Spaß jetzt gekostet? Ja, das Ganze haben wir vor der Corona-Pandemie schon gekauft. Hatte damals 160 Euro gekostet, 2 Stunden im Simulator fliegen. Dann kam Corona, wir mussten das Ganze absagen und verschieben. Und dann haben wir das, im letzten Jahr ist mir das wieder in die Hände gefallen. Ich hatte es schon fast vergessen gehabt, dass da noch was war. Dann haben wir das dann den Gutschein nochmal eingelöst und haben das eben jetzt gemacht. Hat sich das Ganze gelohnt? Ja, auf jeden Fall. Es hat Spaß gemacht, das auch mal zu erleben. Diese ganzen Knöpfchen, die man da so hat, klar, man muss sowas dann lernen. Die Ausbildung, sagt er, dauert 2 Jahre, bis man das einigermaßen so richtig gut drauf hat. Und es ist natürlich auch sehr anstrengend gewesen. Und nach diesen 2 Stunden, wir haben ein kleines Päuschen zwischen der ersten und zweiten Stunde gemacht, war ich doch schon ein wenig platt. Du musst ein bisschen mehrere Sachen gleichzeitig koordinieren. Du musst deine Höhe gucken, du musst sehen, dass du irgendwie gerade fliegst, nicht hoch fliegst, nicht runter fliegst. Wenn du eben gerade fliegst, außer bei der Landung, musst natürlich runter, klar. Und das ist alles schon ein bisschen anstrengend gewesen. Aber es hat sich auf jeden Fall für mich gelohnt. Ob ich das nochmal mache, weiß ich nicht. Vielleicht wäre es jetzt mal eine Möglichkeit, so einen richtigen Simulator auch zu buchen, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen teurer wird. Da habe ich mich noch nicht genau mit informiert, ob ich das überhaupt machen dürfte. Auf jeden Fall, das war schon mal richtig gut. Ich kann es durchaus empfehlen. Vor uns war eine Gruppe drin, das war ein Kindergeburtstag, auch das kann man dort machen. Atesh, also unser Hund, und Scherife, die waren natürlich auch mit dabei und haben hinten gestanden. Scherife, der ist sogar ein bisschen schlecht geworden, weil sie die Bewegungen, die wir gemacht haben, gesehen hat, aber sich selbst nicht bewegt hat. Also da hat das Gehirn irgendwie so ein bisschen verrückt gespielt und da wurde ihr so ein bisschen schlecht. Und was ich auch dann noch gesehen habe auf den Aufnahmen, dass ich dann so ein bisschen auch mitgehe bei der Bewegung, obwohl nur vom Sehen her die Bewegung da war, aber nicht vom Gefühl her. Und der Vergleich zum echten Fliegen und zum Simulator ist natürlich ganz klar. Die Reaktion des Fliegers auf Pedale, auf die Einstellung der ganzen Knöpfchen und auch auf den Joystick, um den Flieger hoch oder runter, rechts oder links zu fliegen, die ist echt. Die Reaktionszeit soll echt sein. Insofern, ja. Hätte ich den Flieger geschrottet, ja, bei jeder Landung wahrscheinlich. Der Simulator verzeiht das natürlich so ein bisschen, aber ich glaube, nee, eine Landung war dabei, wo ich gesagt habe, da wäre ich so einigermaßen runtergekommen. Flugzeug wäre wahrscheinlich auch kaputt gewesen, aber auch gerade eine Landung in La Guardia, da habe ich das Flugzeug geschrottet. Das sah man dann auch, dass der Aufprall doch schon ein bisschen heftig gewesen wäre. Da wäre es kaputt gewesen, spätestens da. Ja, das war eine sehr schöne Erfahrung trotzdem und es war ein sehr schöner Nachmittagabend, den wir dort verbracht haben. Wer das mal machen möchte, Aerotask ist die Firma, die sowas anbietet. Da könnt ihr euch das dann entsprechend angucken. Und ich glaube, die haben in ganz Deutschland mehrere Standorte, meistens auch an Flughäfen. Das war's für heute und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Was relativ bald kommt, denn im Mai fliege ich denn in echt mit dem Flieger von Frankfurt nach Giresun über Istanbul allerdings. Und ich fliege vor allen Dingen nicht selbst und deswegen komme ich dann auch an. Bleibt also gespannt, was ich denn dort erlebe, mit wem ich überhaupt fliege.
ob Scharife mitkommt, ob Atesh mitkommt. Ihr werdet es sehen. Bis dahin.